Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft im Ultimate Quest Pack. Und wir werden jetzt mal Witchery weitermachen. Weitermachen vor allen Dingen. Wir brauchen Mana Diamond und einen Mana Pearl. Sollten wir hinkriegen. Ich glaube, wir haben... Ja, haben wir. Sehr gut. Das wollen wir auch mal ein bisschen weiterführen. Denn letzte Folge haben wir ja zum Glück die lustigen Dinger gefunden für die Spores. Und jetzt haben wir die Sachen auch fertig. Und dann können wir Claim Reward machen. Und wir können jetzt weitermachen mit Spark und Runic Altar und so. Das heißt, wir haben wieder eine schöne Reward Bag, eine Greater. Und wir haben zwei Pulsating Iron, was gar nicht mal so scheiße ist. Dann brauchen wir das schon mal nicht herstellen mit dem Alloy Smelter. Gar nicht mal so schlecht. Ich habe keinen Platz mehr. So. Wir müssen noch den Runic-Altar zum Beispiel machen. Das heißt, den werden wir jetzt auch mal bauen. Und Sparks. Müssen wir auch noch. Da brauchen wir nämlich Living Rock und einen Mana-Diamant oder Mana-Perle. Perle, was auch immer. Wir nehmen den Mana-Diamant, weil der billiger ist in dem Sinne. Weil Diamanten findet man eher als Enderperlen. Noch, wohlgemerkt. So, dann haben wir hier den Runic-Altar. Dann haben wir die Quest auch schon fertig und da müssen wir nämlich Runen machen. Das war mir fast schon klar. Zwei Goodbags. Einmal Steel Leaf. Einmal Fresh Milk. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist vom Style Twilight Forest, genau. Und Fresh Milk ist für Essen machen, tun, was auch immer. So. Jetzt kommen die Runen dran natürlich. Wir müssen aber erst noch einen Spark machen. Zwei sogar. Damit wir den Runic-Altar auch benutzen können. Den werde ich nämlich ganz dezent hier hinbauen. Einfach mal so, weil ich es kann. So, wir brauchen noch Sparks. Was Blödsinn ist, weil Sparks funktionieren mit dem nicht. Deswegen werden wir den hier hinsetzen. So. Ich mache auch gerne diesen Dingen-Spreader. Das wird aber noch kommen. Da werde ich den... Oder? Habe ich da mit Sparks immer gemacht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, mit Sparks geht das bei dem Ding noch gar nicht. Na, ah ne, da muss ein Mana-Spur da drauf. Genau. Genau. Ich bin mal kurz am Überlegen. Ich hatte, wenn ich das immer gemacht habe, habe ich den... Ne. Aber wie hieß denn der Teil nochmal? Wie hieß das Ding? Komm mal her. Da. War das der? Da, Mana Distributor ist das, ne? Oder? Ich glaube, der war das. Genau, der war das. Genau mit dem Mana-Stil. Mana-Stil haben wir, glaube ich, gerade nicht zur Verfügung. Aber könnten wir machen, wenn das passt. Vom Dingens her, vom, Eisen sollten wir eigentlich noch haben. Da war's. Zwei Stück. Ein bisschen Living Rock könnten wir eigentlich auch mal machen. Wir haben noch da ein bisschen Fleisch. Können wir hier reinpacken. Haben wir noch irgendwo Kobbel rumfliegen? Wir haben noch mal einen Stone noch, aber wir können auch Kobbel mal kurz braten. Damit wir ein bisschen Living Rock wieder kriegen. Brauchen wir nämlich. Dann möchte ich nämlich das Ding, weil da können wir zwei Mana-Pools mitmachen. Die wir auch wahrscheinlich benötigen. Obwohl ich sagen muss, den werde ich dann... Das werde ich ein bisschen hier rüber setzen. Sieht zwar ein bisschen bescheuert aus, aber das passt schon. Den können wir dann doch hier hinstellen. Weil dann nehme ich einen Pool mit einem Mana-Spreader. Den wir noch brauchen. So, den wir natürlich noch brauchen, den wir jetzt gerade nicht haben, weil wir kein Holz mehr haben. Ist aber frech hier, ey. Frech ist das. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Holz holen. So, hier ran an die Buletten. Gib mir ein Sapling, danke. Warum mache ich das eigentlich damit? Ich habe doch eine Chainsaw. Ich weiß es nicht.
Die aber auch fast leer ist, sehe ich gerade. Oder ist die schon leer? Gut, machen wir die Axt. So. So, soll erstmal reichen. Müssen wir mal aufladen, die Chainsaw und so. Sehe ich gerade mal. Hier, lad die mal auf da. 30 km/h, hier. Komm, mach. Stümper. So. Dann wollen wir ein bisschen Botanier ein bisschen weitermachen. Ist immer, wir machen ja immer zwischendurch mal das, mal das. Seht ihr mir nach, aber so bin ich. So bin ich, nicht anders. Ich mache gerne immer mal da was, damit das auch nicht langweilig wird. Indem wir immer den einen Mod nur benutzen. Ich möchte gerne mehrere benutzen. Stimmt, und Secret Bix muss ich auch noch haben. Fällt mir gerade mal so ein. So, Living Rock. So ein bisschen. So, jetzt machen wir noch ein bisschen mit Living Wood, weil ich noch einen Mana Spreader brauche. So leid es mir tut. Aber brauche ich. Mana Steel hatte ich schon geholt. Weil dann machen wir nämlich diesen Distributor. Da ist er. Und jetzt zeige ich auch gleich, wofür der ist. Den stellen wir nämlich einfach nur dahin. Jetzt brauchen wir natürlich noch unser Went of the Forest. So, der soll bitte auf den schießen. Und jetzt eigentlich, wenn der gleich schießt, müsste der eigentlich genau dahin schießen und der packt das hier rein. Genauso, wenn ich da jetzt einen hinstellen würde. Was ich auch noch machen muss, natürlich. Weil ich glaube, ich sogar habe, oder? Ja. Das passt. Das heißt, ich kann daneben auch direkt einstellen. So. Zack. Und der verteilt das dann in die rein. Jetzt brauche ich noch einen Mana-Spreader, weil wir den Runik-Altar befüttern müssen. Natürlich, wir nehmen einfach mal jetzt Leim, weil das haben wir. Warum haben wir hier kein Gold? Ich glaube, ich hab gedacht, ich habe hier Gold hingelegt. Habe ich wohl nicht. Ganz schön frech. Gib mir ein Gold. Danke. Wie sieht das aus? Ah, dauert noch ein bisschen. Passt. So, weil der Living Rock ist nämlich schon fertig. Living Wood. Dann machen wir uns nämlich jetzt noch einen Mana Spreader. Und dann wollen wir mal den Runic Altar begnügen. So, einmal. Andersrum. Ja. So. Du kannst mal woanders hin dackeln. Du kannst mal. Keine Ahnung, du kannst. Wenn du willst, kannst du hier hin. So, bleibt er da stehen oder bleibt er? Ich glaube ja, oder? Ja, das sollte passen. So. Der soll dahin schießen. So. Der ist natürlich voll. So. Wir müssen unbedingt noch dickere Pflanzen haben langsam. Endoflames zum Beispiel. Sollten wir uns mal langsam machen, damit wir mehr Mana kriegen. Wenn wir Mana brauchen. Aber das kommt noch. Jetzt werden wir erstmal schauen, dass wir vielleicht... Ich glaube nicht, dass wir schon irgendeine Rune machen können. Ich denke nicht. Ich will aber mal weiterschauen. Wir brauchen den Mana-Pylon Sparks. Brauchen wir eigentlich nicht momentan. Haben wir schon da jetzt wieder irgendwas Neues? Oh, da haben wir neue. Hydro-Angeas haben wir jetzt. Sehr gut. Und Endoflames. Noch besser. Hydro-Angeas könnten wir machen. Was gar nicht mal so scheiße ist. Hydro-Angeas. Die waren mit, ich glaube, Cyan. Hydro-Angeas. Da sind sie. Genau, 2 Blau, 3 Cyan. Von Cyan haben wir natürlich nicht so viele. Das ist natürlich doof. Das heißt, wir können gerade mal eine machen, das ist schlecht. Blau haben wir auch nicht so viel. Wir brauchen aber 8 davon insgesamt. Und Pink, ne? Genau, und Pink. So. Das heißt, wir brauchen unbedingt noch Cyan. 4 Stück will ich machen. Das heißt, ich brauche davon 4. Und davon 4. Das heißt, ich brauche davon noch eine. Und davon noch 7. Weil die muss man nämlich auch hier tunken. Und natürlich jetzt ein bisschen schwer ist, weil die hier... Ach, du. Scheiße.
Und hier kann ich die nicht tunken, so viele, glaube ich. Oder? Na, natürlich nicht. Ah, muss ich erst abreißen. Hau mal ab. So. So, dankeschön. So, jetzt kannst du dir wieder hinstellen. So, kurz binden wieder. So, dankeschön. Wir brauchen Pink und Cyan. Cyan brauchen wir nämlich richtig viel vor allen Dingen. Haben wir noch Cyan? Vielleicht hier drin? Ich glaube ja nicht. Haben wir wohl. Wann lüge ich denn rum? Da lüge ich wieder. Wir haben genug Cyan, Freunde der Sonne. Los, ran da. Also Cyan und Blau brauchen wir noch. Cyan und Blau. Wir haben ja genug gesammelt letztens. So, da müssen 8 insgesamt. So. Und da müssen 4. So, dann haben wir 4 Hydroangeas gleich. So, ein Eimer. Die anderen beiden tun wir mal hier hin. Ein paar Seeds brauchen wir noch, die wir oben haben. Wir haben ja, glaube ich, noch genug in der einen Kiste. Dann werden wir hier mal die Hydroangeas bauen, die wir schon aus dem anderen Modpack kennen. 3, 4. Viel mehr Seeds brauche ich nicht. So, dann wollen wir mal Hydroangeas bauen. Vor allen Dingen müssen wir die auch noch dann aufbauen. 1, 2. Mach mal Platz hier. So. So. Davon kommt 2 rein. Davon 1. Davon 1. Danke. So. 1, 1, 2, 1, 1. Pflanzen machen ist eigentlich, finde ich, relativ einfach. Also, ich finde da jetzt nichts Schweres dran, muss ich ehrlich sagen. Es ist klar, es ist manchmal ein bisschen umständlich, die Pflänzchen zu machen, aber wenn man es raus hat, ist das eigentlich relativ einfach, muss ich ehrlich mal sagen. Und wenn man dann noch den Aufbau weiß, ungefähr von den ganzen Pflanzen, ist das eigentlich noch einfacher. So, und ich würde sagen, die bauen wir einfach einen höher. Also ihr müsst ein bisschen Dirt haben. Dann bauen wir die dann nämlich auf die kleine Erhöhung drauf. Wenn ich dann noch Dirt habe. Da 19. Habe ich hier nur irgendwo ein bisschen Dirt rumfliegen? Wow. Mein Gott, ey, wir haben ja Sachen, ey, das gibt's ja gar nicht. Ist ja eine wahre Pracht. Ich würde nämlich eher sagen, wir bauen die da hinter den Daisies auf. Also hier, so. Hier so hinter. So. Hydroangeas, wie immer. Wisst ihr ja alle. Ein 3x3 Feld. Muss das haben. So. Reicht nun mal so schon. So. Muss nicht. Ich mach's nur immer. Weil, wie ich das bei Infinity schon gesagt habe, Problem kann auftreten, wenn die unendliche Wasserquelle wegfressen. Was passieren kann. Frag mich nicht, aber es kann passieren. Ich hab's schon erlebt. Also, frag mich nicht. Aber ich hab's schon erlebt, wie gesagt. So, jetzt brauchen wir noch einen Mana-Spreader. Den wir auch locker kriegen. Da sollte ich aber vielleicht nochmal Gold holen. So, dann haben wir die nämlich auch schon, die Hydroangeas. Wo ich wahrscheinlich jetzt auch eine Quest fertig habe, weil die mussten wir bauen für eine Quest. Sag ich doch. Dankeschön. Als nächstes kommen noch die Endoflames dran. Bale, Blödsinn, Feder, okay. Feder ist okay. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. So, wie gesagt, ich brauche einen Mana-Spreader. Nochmal. Also ich brauche ein Gold, ich brauche wieder einen davon und ich brauche Living Woods. So, dankeschön. Der Mana-Spreader kommt hier in die Mitte, um genau zu sein. So, der dahin und dahin. Sollte eigentlich, genau, funktionieren.
Ich hoffe. Oder verliert er was? Ne. Ich glaube, da muss das rot für sein, ne? Dass er was verliert, oder? Hm, sieht eigentlich relativ gut aus. Ja, das passt schon. Und das können wir jetzt, theoretisch können wir dahinter noch mehr bauen von diesen Hydrangers natürlich. Könnte man natürlich machen. Das werden wir auch noch machen. Umso mehr Mana produzieren wir. Jetzt gucken wir uns die Endoflames an. Endoflame. Gucken wir mal, ob wir die noch hinkriegen schnell. Wir brauchen Rot, Braun. Wir brauchen Rot. Haben wir. Braun und Light Gray. Light Gray haben wir leider nur einen. Das heißt, wir müssen mal in unser Back gucken. Haben wir noch Light Gray? Aber natürlich nicht. Gut, dann hat sich das jetzt gerade. Aber wir brauchen, glaube ich, erstmal nur eine. Das heißt, wir brauchen davon einen. Die müssen wir dippen. Wie immer. Ich glaube, wir brauchen nur eine, ne? Ein Rot, ein Braun, dann brauchen wir noch ein Rot, ein Braun extra und sowie unser schönes Wasser sowie ein Seed. Die machen wir jetzt noch und dann machen wir wieder mal ein Cut, wie immer. Wir brauchen jetzt noch ein Seed, die wir hier noch haben. Sehr schön, passt. Dann haben wir auch eine Endoflame. Frage ist natürlich, ob jetzt eine war oder ob wir mehr haben müssen, aber ich glaube, es war nur eine. So, so, so. Endoflame fertig. Eine? Eine, sehr gut. Claim Reward. Die können wir auch hinstellen. Die stellen wir einfach mal hier hin, das reicht. Die ist mit dem verbunden, das passt schon. So, wir haben jetzt wieder zwei Good Bags. Sandstone und Spruce Leaves, nichts Besonderes, was soll's. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal wieder einen Cut. Und dann schauen wir mal nächste, was wir als nächstes machen müssen. Denn wir haben ja jetzt hier Magic Plants. Ich denke mal, da haben wir noch eine. Ach, wir haben ein Nana-Tablet, okay. Ach ja, klar, wir haben eins aus dem Buch gekriegt, aus dem Reward-Bag gekriegt. Item-Conduits, cool. 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 Gut. Dann würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Minecraft im Ultimate Quest Pack. Tschüssingen!